Mission. Mal gucken, was die nächste Mission ist. Neue Mission. Suburb on the of the Damned. Schauen wir mal an, was das bedeutet. Vor Ort der Verdammten. Das sieht eher aus wie so ein We want you, Uncle Sam. Wie Werbeplakat. Wilder wendet sich um 18 Uhr an die Nation. SMCBS bewahrt Schweigen zu Inhalt des Nachrichten-Specials. Okay. Na? Der Erfolg der Übertragung hängt von dir ab, Crypto. Du beschützt für uns diese mastigen Sende, Masten! Es gibt einen Transmitter am Fuß jedes Masts. Wenn die Armee die Übertragung unterbrechen will, muss sie zuerst diese Transmitter ausschalten. Okay, verteidige die Sendemasten. Dringe zum Verteidigungsbereich vor. Oh je. Das wird lustig. Regiment 2 und 4 Formation an der Hauptkreuzung. 1 und 3 bilden die Flanken. Angriffseinheit zielt auf die Infrastruktur. Schaltet diese Sendemasten aus. Unterstützungseinheit, eure Mission ist einfach. Schaltet die Kommunisten aus, die den Fernsehsender besetzen. Kein wodka-saufendes Trotzki-Liebchen wird die gottgegebenen Radiowellen unserer großartigen Nation manipulieren. Nicht unter meinem Kommando. Angriff! Okay, und es geht los. Jemand nähert sich. Von dort. Es funktioniert. Wir können die Worte verabschieden. Ich wünsche allen guten Leuten in diesem herrlichen Amerika. Mein Name ist Frank Schwöpfer. Ich möchte Sie natürlich besonders in den Live aus einem geheimen SMCBS-Studio an einem sicheren Standort in der Sonnenscheinhauptstadt der USA, Santa Modesta. Amerika Mast 2 wird angegriffen. Hoffnungsträger für die ganze Welt. Aber heute erreichen uns Beweise dafür, dass unsere Lebensweise unter Beschuss steht. Unsere große Nation wird durch den bösartigen Humor der Korruption von anderen heran. Mast 1 wird angegriffen. Und als erstes, das Herz der Macht der Vereinigten Staaten wird von diesem Krebsgeschwür geplagt. Mast 1 ist dem Guten gewidmet, ist ein Mast 1 unter Beschuss. Oh, Scheiße. Mast 1 unter Beschuss! Offen gegen Bürgerrechte und behauptet unschuldig. Wo ist Mast 1? Das ist Mast 1. Okay. Vollkommen offen gegen Kriminellen und Verfassungsdienst. Mast 1 ist zur Hälfte zerstört! Du solltest ihn doch verteidigen! Das war's. Shoot. Und wir sind schon wieder ein Affe. Jemand nähert sich. Von Norden. Scheiße! Amerika ist seit Jahren der Bürger und
auf die ganze Welt. Aber heute erreichen uns Beweise dafür, dass unsere Lebensweise unter Beschuss steht. Unsere große Nation... Last 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Ja, toll. Ah, das kam jetzt ein bisschen zu spät. Der wilde Affe ist schon wieder am Verrotten. Aber ich habe einen Plan. Jemand nähert sich! Von Norden! SMCBS, wir bringen Ihnen weitere Nachrichten, während die Last 2 wird angegriffen. Schlag zurück und Saha! Sondersendung live aus einem geheimen Essen. Last 2 wird angegriffen. Schlag zurück und Saha! Amerika ist seit Jahren der große Hoffnungsträger für die ganze Welt. Last 2 wird angegriffen. Schlag zurück und Saha! Der Tumor der Korruption kommt. Last 2 wird beschossen. Sie hören es bei uns als erstes. Der Macht der Vereinigung. Last 1 wird angegriffen. Dein Moment ist gekommen, Krypto. Gewidmet ist einem großen Willen unterworfen worden. Wir werden die verdorbene Natur dieses Befalls. Last 1 wird angegriffen. Dein Moment ist gekommen, Krypto. Das Land ist im fiebrigen Griff großen Unbehagens. Sie üben sich sogar vollkommen offen in kriminellem und verfassungswidrigem Verhalten. Ich habe hier eine schriftliche Aussage des Polizeichefs von Santa Modesta, die nicht nur die Existenz dieser Übergriffe bestätigt, sondern auch die Anstiftung zu diesen Taten durch ein Büro unserer eigenen Regierung. Bislang haben viele Amerikaner nicht glauben können, dass sich so etwas in diesem unserem Land der Freiheit ereignen könnte. Aber es ist geschehen. Last 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Ich schieße durch dich durch. Jemand nähert sich! Von Norden! SMCBS, wir bringen Ihnen weitere Nachrichten, während die Lage sich entwickelt. Ich wünsche allen guten Gottes herzlichen Tag. Mein Name ist Kurt Willow und ich melde mich für diese Nachrichten-Sondersendung live aus einem geheimen SMCBS-Studio an einem sicheren Standort in der Sonnenscheinhauptstadt der USA, Santa Modesta. Mast 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Aber heute erreichen uns Beweise dafür, dass unsere Lebensweise unter Beschuss steht. Unsere große Nation wird durch den bösartigen Tumor der Korruption... Mast 1 wird angegriffen. Dein Moment ist gekommen, Krypto. Der Vereinigten Staaten wird von diesem Krebsgeschwür geplagt. Seine Macht eigentlich dem Guten. Last 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Wir werden die verdorbene Natur dieses Befalls enthüllen. Nach diesen Verbraucherinformationen. Ich mache eine andere Strategie. Ich gehe nicht direkt auf die zu. Jemand nähert sich! Von Norden! SMCBS, wir bringen Ihnen weitere Nachrichten, während die Lage sich entwickelt. Ich wünsche allen guten Leuten in diesem herrlichen Amerika einen guten Tag. Mein Name ist Bert Wither und ich melde mich für diese Nachrichten-Sondersendung live aus einem geheimen SMCBS-Studio an einem sicheren Standort in der Sonnenscheinhauptstadt der USA, Santa Monica. Amerika ist seit Jahren der große Hoffnungsträger für die ganze Welt. Aber heute erreichen uns Beweise dafür, dass unsere Lebensweise unter Beschuss steht. Unsere große Nation wird durch den bösartigen... Last 1 wird angegriffen. Dein Moment ist gekommen, Krypto. Sie hören es bei uns als erstes. Das Herz der Macht der Vereinigten.
Vereinigten Staaten wird von diesem Krebsgeschwür geplagt. Seine Macht eigentlich dem Guten... Last 1 wird angegriffen. Dein Moment ist gekommen, Krypto. Verdorbene Natur, die sich gefallen. Last 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Das Land ist im fiebrigen Griff Großunbehagens gefangen. Die Polizei verstößt offen gegen Bürgerrechte und verhaftet Unschuldige ohne Begründung. Die Regierung sogar vollkommen offen neben kriminellem und verfassungswidrigem Verhalten. Scheiße. Last 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Mann, die lassen mir gar nicht Zeit. Toll. Jemand nähert sich von Norden. SMCBS. Wir bringen Ihnen weitere Nachrichten, während die Lage sich entwickelt. Ich wünsche allen guten Leuten in diesem herrlichen Amerika einen guten Tag. Mein Name ist Bert Wither und ich melde mich für diese Nachrichten-Sondersendung live aus einem geheimen SMCBS-Studio an einem sicheren Standort in der Sonnenscheinhauptstadt der USA, Santa Modesta. Amerika ist seit Jahren der große Hoffnungsträger für die ganze Welt. Aber heute erhalten wir Beweise dafür, dass unsere Lebensweise unter Beschuss steht. Unsere große Nation wird durch den... Last 1 wird beschossen. Dinosaures Krypto. Ja, Sie hören es bei uns als erstes. Das Herz der Macht der Vereinigten Staaten wird von dem Krebsgeschwür geplagt. Seine Macht, eigentlich dem Guten gewidmet, ist einem bösen Willen unterworfen worden. Wir werden die verdorbene Natur dieses Befalls enthüllen. Nach diesen Informationen. Nein, zum Töten! Das Land ist im fiebrigen Griff Großunbehagens gefangen. Die Polizei verstößt offen gegen Bürgerrechte und verhaftet Unschuldige ohne Begründung. Sie stellen sich sogar vollkommen offen in kriminellem und verfassungswidrigen. Mast 1 unter Beschuss! Ich aussage des Polizeichefs von Santa Modesta, die nicht nur die Existenz dieser Unsachen sondern auch die Entwicklung zu diesen Taten durch ein Büro unserer eigenen. Mast 1 wird angegriffen! Viele Amerikaner nicht glauben. Ja, toll, wenn man sich dann immer bewegen kann. Toll, so. Jemand nähert sich! Von Norden! SMCBS. Wir bringen Ihnen weitere Nachrichten, während die Lage sich entwickelt. Ich wünsche allen guten Leuten in diesem herrlichen Amerika einen guten Tag. Mein Name ist Bert Wither und ich melde mich für diese Nachrichten-Sondersendung live aus einem geheimen SMCBS-Studio an einem sicheren Standort in der Sonnenscheinhauptstadt. Mast 2 ist unter Beschuss. Komm schon, Krypto, zeig mir, was du drauf hast. Für die ganze Welt. Aber heute erreichen uns Beweise dafür, dass unsere Lebensweise unter Beschuss steht. Unsere große Nation wird durch den bösartigen Tumor der Korruption von innen heraus zerfressen. Ja, Sie hören es bei uns als erstes. Das Herz der Mast 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Geschwür geplagt. Seine Macht, eigentlich dem Guten gewidmet, ist einem bösen. Mast 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. In der Natur dieses Befehls. Mast 1 unter Beschuss. Das Land ist im fiebrigen Griff Großunbehagens. Die Unschuldige ohne Begründung. Sie üben sich sogar vollkommen offen in kriminellem und verfassungswidrigem Verhalten. Ich habe ja eine schriftliche Aussage des Polizeichefs von Santa Modesta, die nicht nur die Existenz dieser Übergriffe bestätigt, sondern auch die Anstiftung zu diesen Taten durch ein Büro unserer eigenen Regierung. Bislang haben viele Amerikaner nicht glauben können, dass sich so etwas in diesem unserem Land der Freiheit ereignen könnte. Aber es ist geschehen. Weitere Hintergründe nach diesem Werbefilm. Das erwischt dich! Das ist zwei. Mast 2 wird beschossen! Erwischt dich! Wetter! Aus dem Fehlgrad, verdammt! Du bist tot, Kleiner! Ich hab gar
ganze Dach. Mass 2 wird beschossen. Das nächste Bild. Was? Stehst mir in der Schussbahn! Aus dem Fegrad, verdammt! Bleib stehen! Aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch! Hä? Schick die Panzer rein! Zeigt ihnen amerikanischen Stahl! Oh no. Den Typ da, den möchte ich gerne mal da. Saures geben. Eine Bundesbehörde steckt hinter dem Terror. Mass 2 ist unter Beschuss. Komm schon, schlepp los. Mit der verantwortlichen Regierung. SMCBS. Ist im Besitz von umfangreichen... Mass 2 wird angegriffen. Die Bundesbeamte in billigen schwarzen Anzügen in Rockwell, Santa Modesta, sogar in Capitol City. Hier zu sehen, wie sie unschuldige Bürger in schwarzen Fahrzeugen entführen. Es gibt keine Festnahmeprotokolle. Dennoch sind bis heute... Die Mass 2 wird angegriffen. Schlag zurück. Und zwar... Oh, oh. Die US-Regierung schweigt. Sie tut so, als seien die Entführung nie passiert. Mass 2 wird angegriffen. Und im Stich. Bleiben Sie dran. Präsident Hartmann jetzt Antwort zu liefern, aber wird er das? Während ich spreche, versucht unser mächtiges Militär... Mass 1 wird angegriffen! Dein Moment ist gekommen, Spectre! Unsere SMC-Mitarbeiter konnten sie bisher aufhalten. Die Wahrheit ist, dass der Präsident zum ersten Mal in der Geschichte amerikanische Truppen gegen Amerikaner eingesetzt hat. Wir sind nicht mehr sicher, oder doch? Die Antwort darauf, gleich. Ich warte... Mach mich nicht! Dieser Soldat mich! Beweg dich! Mass 2 wird angegriffen! Schwarze Pfeile! Mass 2 wird angegriffen! Schlag zurück! Und zwar hart! Mass 2 ist halb zerstört. Was hast du an? Verteidige die Masten. Nicht verstanden? Mass 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Mass 2 wird angegriffen. Schlag zurück und zwar hart. Ja, ich glaube, ich bin gleich tot. Mass 2 ist fast zerstört. Furchtbar schlecht. Ich kann nicht mehr hinsehen. Bleib mir besetzt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, jemine. Ja, Armee schlägt Guerilla-Invasion zurück. Ja, klar. Jetzt sind wir ein Affe, jetzt sind wir ein Gorilla. Toll. Eine Bundesbehörde steckt hinter dem Terror auf unseren Straßen. Dieser Terror durch korrupte Polizisten. Aber wenn das Gesetz korrupt ist, was ist mit der verantwortlichen Regierung? SMCBS. Ist im Besitz von umfangreichen Dokumenten Beamte in billigen schwarzen Anzügen in Rockwell, Santa Barbara, sogar in Capitol City.
hier zu sehen, wie sie unschuldige Bürger in schwarzen Fahrzeugen entführen. Es gibt keine Festnahmeprotokolle. Dennoch sind sich heute über 1.000 verschwunden, die ihre Angehörigen fassen im Dunkeln und die US-Regierung schreit. Sie kann so etwas in der Entführung nie passieren. Warum lässt unsere Regierung uns im Stich? Wir müssen der grauenvollen Wahrheit ins Gesicht blicken. Die Machthaber dieser Nation führen uns nicht mehr, sondern unterdrücken uns. Unter dem Deckmantel nationaler Sicherheit und der Abwehr einer kommunistischen Bedrohung oder heimlicher Entführungen ist nur eine Sache sicher. Präsident Hoffmann muss Antworten liefern, aber wirkt er das auch? Oh, und tot. Boah, ey, das ist ja Hardcore hier. Oh Mann. Eine Bundesbehörde steckt hinter dem Terror auf unseren Straßen. Dem Terror durch korrupte Polizisten. Aber wenn das Gesetz korrupt ist, was ist mit der verantwortlichen Regierung? SMCBS ist im Besitz von umfangreichem Dokumentationsmaterial. Zwielichtige Bundesbeamte in billigen schwarzen Anzügen in Rockwell, Santa Modesta, sogar in Capital City. Hier zu sehen, wie sie unschuldige Bürger in schwarzen Fahrzeugen entführen. Es gibt keine Festnahmeprotokolle. Dennoch sind bis heute über 1.100 Leute verschwunden. Ihre Angehörigen kämpfen im Dunkeln. Fast eins wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Warum lässt unsere Regierung uns im Stich? Bleiben Sie dran. Wir machen das nicht. Wir müssen der grauenvollen Wahrheit ins Gesicht blicken. Die Machthaber dieser Nation führen uns nicht mehr, sondern unterdrücken uns. Unter dem Deckmantel nationaler Sicherheit und der Abwehr einer kommunistischen Bedrohung oder heimlicher Entführungen ist nur eine Sache sicher. Präsident Hoffmann muss Antworten liefern, aber wird er das auch? Während ich spreche, versucht unser mächtiges Militär diese Übertragung zu beenden. Nur die tapferen Bemühungen unserer SMGBS-Mitarbeiter konnten sie bisher aufhalten. Die Wahrheit ist, dass der Präsident die Geschichte amerikanische Truppen gegen Amerikaner eingesetzt hat. Wir sind nicht mehr sicher. Oder doch? Die Antwort darauf gleich. Mast 2 ist unter Beschuss. Komm schon, los mit mir. Mast 2 ist unter Beschuss! Komm schon, Krypto! Los mit mir, wenn du nicht drauf hast! Ach du Scheiße! Ich schieße durch dich durch! Steht mir in der Schussbahn! Auf den Weg, verdammt! Zwei Minuten. Also zwei Minuten Verteidigung. Ich hätt 10 Minuten gemacht oder so. Ich meine, das ist doch viel zu einfach, ne? Das ist ja viel zu einfach. Das ist jetzt auch erst der 20. Durchgang oder so. Also, ich meine. Genau so muss das Spiel sein. Terror durch korrupte Polizisten. Aber wenn das Gesetz korrupt ist, was ist mit der verantwortlichen Regierung? SMCBS ist im Besitz von umfangreichem Dokumentationsmaterial. Zwielichtige Bundesbeamte in billigen schwarzen Anzügen in Rockwell, Santa Modesta, sogar in Capital City. Hier zu sehen, wie sie unschuldige Bürger... Mast 1 unter Beschuss! Keine Festnahmeprotokolle. Dennoch sind bis heute über 1.100 Leute verschwunden. Ihre Angehörigen tappen im Dunkeln. Die US-Regierung schreit. Sie tut nur ein Jahr. Die Regierung nie passiert. Warum lässt unsere Regierung uns im Stich? Meine Mitbürger, wir Dass müssen da der grauenvollen Wahrheit ins Gesicht blicken. Die Machthaber dieser Nation führen bisschen, uns nicht mehr, sondern unterdrücken uns. Unter dem Deckmantel nationaler Sicherheit und der Abwehr einer kommunistischen Bedrohung oder heimlicher Entführungen ist nur eine Sache sicher.
Präsident kann groß Antworten liefern, aber wird er das auch? Nur die tapferen Bemühungen unserer SMCBS Mitarbeiter konnten sie bisher aufhalten. Die Wahrheit ist, dass der Präsident zum ersten Mal in der Geschichte amerikanische Truppen gegen Amerikaner eingesetzt hat. Wir sind nicht mehr sicher, oder doch? Die Antwort darauf gleich. Wichtig! Wir sind eins da. Tod. Eins wird angegriffen! Ich verpasse dir. Also, das ist ein bisschen lächerlich, ne? Also, wenn man hier alleine, also ganz alleine, das verteidigen muss gegen Panzer und gegen Soldaten. Und wir haben aber ein Raumschiff. Und es steht aber nur da. Und wir können es nicht betreten und das Raumschiff nutzen. Das ist irgendwie so. Es ist irgendwie ein bisschen unrealistisch, ja? Und wir werden erst sofort beschossen. Also hier geht's gleich zur Sache. Das ist ein bisschen komisch. SMCBS ist im Besitz von umfangreichem Dokumentationsmaterial. Zwielichtige Bundesbeamte in billigen schwarzen Anzügen in Rockwell. Das 2 wird angegriffen. In Capital City. Ich will auf das da. Hallo. In schwarzen Fahrzeugen entführen. Es gibt keine Festnahmeprotokolle. Die US-Regierung schweigt. Sie tut so, als wäre die Entführung nie passiert. Warum ist unsere Regierung uns wichtig? Während ich spreche, versuche diese Übertragung zu beenden. Jetzt geht's aber zur Sache hier. Da, so. Mitarbeiter konnten sie bisher aufhalten. Die Wahrheit ist, dass der Präsident zum ersten Mal in der Geschichte amerikanische Truppen gegen Amerikaner eingesetzt hat. Wir sind nicht mehr sicher. Oder doch? Die Antwort darauf gleich. Pass auf! Aus dem Weg! Ich will den Interessier endlich mal helfen. Aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch! Mast 2 wird beschossen! So, sauber! Mast 2 wird angegriffen! Schlag zurück! Und zwar hart! Mast 2 wird angegriffen! Nein! Tschüss. Was fällt dir ein? Hier. Mast 2 ist unter Beschuss. Komm schon, Crypto. Mast 2. Wo ist Mast 2? Was bereitet ihr auf die nächste Welle vor? Wie ich mich verarsche? Es kommt noch. Nein! Ist es euren Scheiß ernst? Schaltet die Masten aus! Alle Einheiten! Angriff! Angriff! Angriff!
Ist das jetzt der Endboss? Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Wir setzen Panzer ein und gute Güte, Riesenroboter! Aber in so bitteren Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS. Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Kriegsgefährde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht hat. Und die Nachricht lautet, werdet die Freunde aller Menschen. Tragischerweise werden diese sanften, intelligenten Wesen. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und gute Güte, Riesenroboter! Aber in so bitteren Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS. Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies die Erde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht hat. Und die Nachricht lautet, werdet die Freunde aller Menschen. Tragischerweise werden die sanften, intelligenten Wesen von Regierungsagenturen systematisch vernichtet. Sind diese interstellaren Botschafter unsere letzte Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für die Menschheit? Könnten Sie uns helfen, Amerika für uns zurückzugewinnen? Möge uns das Glück hold sein. Ich bin Bert Twitter. Auf Wiedersehen. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer an. Das Tanks wird angegriffen. Riesenroboter. Aber in so bitteren Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS. Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies... Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt macht's echt keinen Spaß mehr. Jetzt macht's echt keinen Spaß mehr. Toll. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und gute Güte! Fast eins wird angegriffen! Dein Moment ist gekommen, Crypto! Zur Hälfte zerstört. Du solltest ihn doch verteidigen. Das Teil ist beinahe gänzlich zerstört. Die offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachrichten versucht hat. Das Teil wird angegriffen. Weiß ich auch, dass die Sendemasse nicht zerstört werden müsse. Toll, super. Du hättest, vielleicht hättest mir noch ein paar schwächere Waffen geben sollen. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie sind noch schneller. Das Eis wird beschossen. Geist aufgeben. Schussbahn! Aus dem Finger, verdammt!
Oh, ach, der ist noch da und noch voll in seiner Blüte. Ach, toll. Ja, Stampi, mach doch. Willst du jetzt selber Ball verkacken? Unter Beschuss! Komm schon, Krypto, zeig mir, was du drauf hast. Was zwei ist. Ich hab keinen Bock mehr. Das macht jetzt keinen Spaß mehr. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und... Das Eis wird angegriffen! Aber in so bitteren Zeiten will ich das neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS! Mast 1 wird beschossen! Gib ihnen saures Krypto! Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies die Erde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht hat. Und die Nachricht lautet... Man kann vor allem nicht abbrechen. Kann man abbrechen irgendwie? Nee, man kann, uns bleiben nur. Kann man abbrechen. Ah, okay, man könnte. Mission Neustarten geht an. Nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und gute Güte, Riesenroboter! Aber in so bitteren Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS. Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies die Erde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht. Mass 2 wird geschossen! Erde, die Freunde aller Menschen. Tragischerweise werden diese sanften, intelligenten Wesen von den Regierungsalliierten systematisch vernichtet. Sind diese interstellaren Botschafter unsere letzte Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für die Menschheit? Könnten sie uns helfen, Amerika zurückzugewinnen? Nur so unser Ziel auf euch sein. Ich bin Bert Wetter. Auf Wiedersehen. Los, tanz! Jetzt bist du dran, Kleiner! Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und... Mast 1 wird angegriffen! Dein Moment ist gekommen, Krypto! In anderen Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS! Mast 2 ist unter Beschuss! Komm schon, Krypto, zeig mir, was du drauf hast. In der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür... Mann! Also das verstehe ich jetzt nicht. Du hast ja wirklich keine Sekunde Zeit. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und... Mast 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Aber in so bitteren Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS. Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies die Erde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht hat. Und die Nachricht lautet, werdet die Freunde aller Menschen. Tragischerweise werden diese sanften, intelligenten Wesen von der Regierungsagentur systematisch vernichtet. Sind diese interstellaren Botschafter unsere letzte Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für die Menschheit? Könnten sie uns helfen, Amerika für uns zurückzugewinnen? Möge uns das Glück hold sein. Ich bin Bert Wetter. Auf Wiedersehen. Falsche Richtung. Mach mich nicht um an, sonst kommst du ins Loch.
jetzt bist du auf der richtigen Spur. Mast 2 wird angegriffen! Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und... Gute Güte, diesen Roboter! Aber in so bitteren Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS! Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies die Erde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht hat. Und die Nachricht lautet: Werdet die Freunde aller Menschen. Tragischerweise werden diese sanften, intelligenten Wesen von Regierungsagenturen systematisch vernichtet. Sind diese interstellaren Botschafter unsere letzte Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für die Menschheit? Könnten sie uns helfen, Amerika für uns zurückzugewinnen? Möge uns das Glück voll sein. Ich bin Bert Wither. Auf Wiedersehen. Mast 2 wird angegriffen! Den Geschmack vom Blei. Ein Kleinwüchsiger! Nein! Ein Außerirdischer! Lass sie! Der Gefreite bedeutet, ihn verwirrt, dass er nicht lang ist. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und... Gute Güte! Mast 1 wird beschossen! Gib ihm ein saures Krypto! Ich will eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS! Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies die Erde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht hat. Die Nachricht lautet: Werdet die Freunde aller Menschen. Tragischerweise werden diese sanften, intelligenten Wesen von Regierungsagenturen systematisch vernichtet. Sind diese interstellaren Botschafter unsere letzte Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für die Menschheit? Könnten sie uns helfen, Amerika für uns zurückzugewinnen? Möge uns das Glück freut sein. Ich bin Bert Wither. Auf Wiedersehen. Du bist los! Zeit zum Töten! Auf die Knie, Cowboy! Jetzt bist du dran, Kleiner! Du stehst mir in der Schussbahn! Aus dem Finger! Bleib still! Mast 1 wird beschossen! Gib ihm ein saures Krypto! Mast 1 wird beschossen. Gib ihnen saures Krypto. Uns bleiben nur noch ein paar Momente, bevor die Armee unser Gebäude in Schutt und Asche legt. Sie setzen Panzer ein und... Gute Güte, Riesenroboter! Aber in so bitteren Zeiten will ich eine neue Hoffnung mit euch teilen. SMCBS! Reporter haben etwas Unglaubliches aufgedeckt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir Beweise dafür, dass eine außerirdische Spezies die Erde besucht und offenbar mehrmals das Übertragen ihrer Nachricht versucht hat. Und die Nachricht lautet: Werdet die Freunde aller Menschen. Tragischerweise werden diese sanften, intelligenten Wesen von Regierungsagenturen systematisch vernichtet. Sind diese interstellaren Botschafter unsere letzte Hoffnung auf eine friedliche Zukunft für die Menschheit? Könnten sie perfekt uns zurückzugewinnen? Möge uns das Glück hold sein. Ich bin Bert Wither. Auf Wiedersehen. Legen wir los. Auf geht's. Ein
allem, was heilig ist. Was muss ich tun, um ein wenig Wasser zu kriegen? Boah, das ist schlimmer wie Ori. Aber warum komme ich jetzt nicht hoch? Scheiße. Mach eins unter Beschuss! Vier, drei, zwei, eins. Mach zwei wird angegriffen. Großartig. Oh mein Gott. Also ich glaube, den Kampf... den schneide ich zusammen. Also ob ich euch das alles dann zeige, wie oft ich da gescheitert bin. Meine Güte. Oh, Beth Wither, Prophet oder Marionette, überraschende Nachrichtensendung befeuert Kommunistenjagd. Ja, oh. Ach, du Scheiße. Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe, Upgrades are us. Also es gibt jetzt hätte man einen tollen Einspielerfilm als Belohnung. Oh, meine Güte. So, das war vorerst für heute, vorerst mal Destroy All Humans. Die Upgrades und so weiter, das kümmern wir uns dann das nächste Mal. Das war jetzt wirklich ein harter Kampf. Also, alter Schwede. Das sieht jetzt halt so simpel aus. Es war aber so ein Endboss-Kampf mäßig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video. Was auch immer, bleibt neugierig. Bis dann, Keep Supernova over and out und... Wir sehen uns dann wieder. Oder Crypto sieht euch wieder. Bis dann. Tschüss.